Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vieh und Forst oder Forst und Vieh, wie immer ihr möchtet. Wir sind bereits in Folge 194 und werden uns jetzt mal den Wassertank hier schnappen und werden Kühe und Schafe eine Runde Wasser geben. Damit fängt das an. Dann hatte ich vergessen, einen Preis zu gucken. Ich hatte vor einigen Folgen ja schon mal geguckt, was wir so Schönes haben noch und was mir fehlte in der Sammlung. War einfach wie es ist, ein Preis für die Wolle. Das können wir nämlich jetzt mal eine Runde gucken. Hier sehen wir, beim letzten Mal haben wir die Wiese gedüngt, die ist komplett gedüngt, genau wie unsere Pappelfelder komplett gedüngt sind. Also läuft alles so, wie es sein soll. So, gut. Wolle. Da haben wir es, immer noch sinkend. Wir produzieren Wolle ohne Ende, aber wir werden sie momentan nicht los. So sieht das leider aus. Kein vernünftigen Preis. Milch immer noch am steigen. Guckt die Tendenzen natürlich immer an, wenn wir hier gerade da sind. Und hier seht ihr selber, das ist, waren wir bei 260, das ist jetzt schon bei 270. Das wird auch langsam steigen. Und dann können wir auch den Rest von unserem Bestand verkaufen, weil wir haben noch 365.000 Hackschnitzel an Bord. So, gut. Hier holen wir uns gerade eine Runde Wasser an Bord. Da seht ihr nämlich die ganze Wolle stehen. Die habe ich immer einfach nur ein schönes Stück aufgeschoben. Ne? Nicht die feine Art, ich weiß, aber so ist es halt. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt erstmal uns noch um die Wasserversorgung der Tiere kümmern, wenn der ganze Spaß hier gleich voll ist. Und dann werden wir uns mal eine Runde um die Mischfuttergeschichte und sowas noch kümmern. Und was sonst auch so anliegt. Vielleicht machen wir auch eine Runde sauber einmal zwischendurch, bevor wir das Mischfutter machen. Wie es halt so spielt, ne? Eier weiß ich gar nicht, wie viele Bestände wir haben, aber wir haben ja zwei Paletten reingestellt und seitdem auch noch nicht wieder vorgespult. Also sollte alles locker laufen. So, Wasser ist drin, 18.500 Liter. Wir fangen mal mit den Schafen hier vorne an. Werden hier mal eine flockige Menge hinschütteln. So. Schön ranfahren. Er sagt jetzt schon Wassermarsch. Machen wir auch. Gucken mal bei den Schafen, wie es aussieht. Läuft kein Wasser mehr? Ne, es läuft kein Wasser mehr. Warum läuft kein Wasser mehr? Ich fahre mal neu ran. Die haben zwar jetzt hier Wasser genommen, aber es sah nicht aus, als wenn sie jetzt voll wären. Ah, keine Frage, ist doch voll gewesen. Okay. Wir nehmen den Rest Wasser jetzt mal, gucken bei den Kühen. Dafür müssen wir hier vorsichtig um die Ecke knattern. Weil wir müssen jetzt genau hier rückwärts ran. Dafür werde ich jetzt erstmal hier einen schönen Bogen fahren. Oh, da hat er schon den Wasserabgabepunkt. Das ist doch schön. Dann werden wir jetzt nämlich einfach mal gucken bei den Kühen hier. Die wollen nämlich Wasser haben. Ich werde aber jetzt, muss ich zugestehen, nicht nochmal extra losfahren und noch mehr holen, weil das sieht schon ziemlich gut gefüllt aus. Ja, das ist okay soweit. Das machen wir erstmal so. So. Dann stellen wir das Fass hier hin. So. Holen uns hier vorne schon mal unsere Frontkonsole. Die gute in grün. Da haben wir das gute Stück schon. So, was haben wir denn da vorne dran? Den Ballenspieß, den nehmen wir mit. Palettengabel liegt da und Schaufellache auf der anderen Seite. Wir nehmen auch den Futtermischer schon mal mit nach hinten. Weil wir haben hier vorne ja nichts mehr liegen zum Mischen. Sondern wir haben jetzt ja alles hinten hingestapelt, glücklicherweise. Dann braucht man nicht so viel durch die Gegend eiern. Das ist sehr praktisch. So. Fahren erstmal hier hinten rüber, weil wir haben hier noch auf jeden Fall Stroh und Silage und Heu für drei Mischvarianten stehen. So, habe ich den Mischwagen schon mal dahingestellt. Ich hatte ja gesagt, ich werde das hier einmal kurz hinstellen. So.
werde die Ballenspieß einmal hier hinschmeißen, werde die Schaufel nehmen und werde einmal sowohl Kühe wie auch Schafe sauber machen und dann gehen wir weiter. Die waren zwar nicht dabei, sich zu beschweren, aber wenn wir eh schon mal am Rumeiern sind, dann können wir das auch erledigen. So. Da nehmen wir das Ganze schon schön auf. Sehr schön. Oh. Gut, den guten Trog verbeult. Das wollte ich gar nicht. Selber ein bisschen aufgeschaukelt das Ganze. Aufpassen, dass wir hier nicht am Stall lang schaben. Das wollen wir auch nicht. So, einmal gut rumgezogen und dann werden wir jetzt einmal hinten noch die Tiere hier sauber machen. Diesmal sind die Kühe dran. So, diesmal ein bisschen dichter dran. Hier von oben, dann nimmt das auch alles auf, sehr schön. Ja, oh, das ist alles super toll gewesen. So, schau ein bisschen hoch. Rein mit der Silage, ist schon fertig. Ah, na gut, dass wir hier noch sauber wieder hochgekommen sind. Jetzt können wir die Schaufel wieder eine Runde wegstellen. Schnappen uns den Ballenspieß. Und dann müssen wir auch noch Stroh einstreuen. So hart ist das. Weil mein Gedanke ist, falls wir jetzt sehr viel hier einstreuen und sehr viel Stroh wegholen. Ja, okay, so wie es jetzt natürlich hier gestapelt ist, habe ich natürlich nicht viele Chancen. Ne, weil es eine Reihe so ist, hat man natürlich nicht so super viele Chancen, zwei Stück auf einmal zu erwischen. Das ist bei Rundballen eindeutig einfacher, muss ich zugestehen. So. Oh, 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 oh. Gerade noch erwischt. Los, bleiben wir dann liegen. Das ist eine Einstellung. So. Ballenspieß hier einmal zur Seite. Hier ist zwar auch ein Ballenspieß drin, aber ich wechsle jetzt einfach mal so. So. Aha, er macht's. Oh, ich hab's wieder ausgeschaltet. Ja. Ich wollte erst sagen, er nimmt den Ball nicht, aber es sind schön die Kuhle eingestreut. Ah ja, sieht nicht ganz so super optimal aus, aber irgendwo muss ich es ja hinstreuen, so sieht es ja nun mal aus. Und wir hauen jetzt erstmal den Ballen hier durch. Ja, speicher ruhig, habe ich auch kein Problem mit. Ihr seht selber, das Einstreuen der Kühe hier, da sollten wir doch ein paar Ballen reintun und nicht nur ein oder zwei, sondern vielleicht sollten wir jetzt auch drei oder vier Ballen streuen. Ne? So hart ist das. Und auf jeden Fall kaufen wir beim nächsten Mal wieder Rundball. Da können wir dann auch zwei auf einmal nehmen, dann passt das Ganze auch. So. Wir machen das Ganze hier wieder ab. Dann ziehen wir wieder dran. Jetzt können wir natürlich einen Versuch wagen. Klar. Kann ich jetzt versuchen, so zwei Ballen zu nehmen. Das hat schon mal geklappt. Jetzt ist die Frage,
erkennt er die beiden Ballen. Wenn ich die jetzt so drauf mache, und kriege ich sie da drauf. Also besser drauflegen kann ich sie nicht. Das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt so das Ganze eingestreut kriege. Hätte was. Er nimmt auf jeden Fall einen Ballen. Also einen hat er erkannt. Mal gucken, ob er den zweiten Ballen auch erkennt. Wenn ja, hat sich mein Problem schon wieder erledigt. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann können wir mich auf jeden Fall so eine Runde auch schön die Ballen reindrücken. Das hat doch schon mal was. Das gute Ballen anstreuen. Von allen Seiten zu betrachten. Auch von hier. So, jetzt müsste gleich der erste verschwinden und wir müssen den zweiten sehen. Mal gucken, wie es läuft. Und? Ja, den Ballen erkannt. Ich muss es halt nur neu anschalten. Das musste ich aber bei den anderen auch. Das ist also schon mal ziemlich cool. Das heißt, so kriegen wir auf jeden Fall zwei auf einmal hin. Und wir sehen, dass der Balken da durchaus sich ein bisschen bewegt. Aber ihr seht, also die wollen einiges an Stroh eingestreut haben. Aber wie gesagt, das wäre kein Problem, weil ich kann auch sonst hingehen und während wir die Futtermischgeschichte machen, noch einen LKW unten runterfahren lassen, der noch eine Ladung Strohballen holt. Ne? Deswegen ist das kein Problem. Und deswegen machen wir da jetzt auch kein Terz draus, sondern pumpen den Kram da einfach rein. So, sehr schön. Wieder runter damit. Dann versuche ich jetzt nach gleicher Art und Weise die nächsten Ballen zu schnappen. So. Die Höhe könnte ein bisschen höher sein, glaube ich. Ja. Schon gut geklappt. Ja. Ich bin kein Gewicht drauf. Ne? 4000 Liter sind halt 4000 Liter pro Ballen. Heckgewicht wäre vielleicht gar nicht so doof. Werde ich gleich wahrscheinlich noch einen kurz dran klemmen. So. Wir legen das gute Stück hier wieder ab. Ich werde jetzt hier einmal einen vorsichtigen Slalom fahren. So. Ich werde hier einmal vernünftig ranfahren, hoffe ich. So, da habe ich mein Heckgewicht auch. Schon sollte das viel besser funktionieren. Einmal hier eine Runde rumeiern. Da ist ein Stück nach unten. Dann noch ein Stück zu drehen. Oh. Ja, es geht. Hier ist diesmal richtig cool, das direkt schön ins Gesicht gehauen, den guten Strohpaar. Aber wir kriegen ihn erstmal raus. Und wieder 8000 Liter. Und wieder gehen wir auf die Kühe. So. Der Balken wandert nicht sonderlich viel, ne? Ein bisschen. Das sieht man. Aber ich hätte die Vermutung, dass das Richtung locker 100.000 Liter geht, die sie hier rein haben wollen. Ne? Da kennen die anscheinend nichts. So, der eine Ballen ist gleich durch. Und damit kommt das vor, als wenn die eine Kuh das da genießen würde. Die stellt sich immer dichter dran hier. Die wird gern bestreut, so wie es aussieht.
So, ja. Wie gesagt, alles Sachen, die gemacht werden müssen, steckt man halt nicht drinne. Wollen wir aber ja ordentlich haben, ne? So, und vor allem wollen wir nicht alle 5 Minuten machen, deswegen gehe ich jetzt echt hin und solange ich die noch aufnehmen kann, weil die Jungs kommen jetzt immer weiter weg. Das sieht ja schon schlecht aus. Ja, man sollte schon das Ganze ein bisschen weiter unten einpieken, dann geht das Ganze auch. So. Und den werde ich jetzt nicht da einzeln einstreuen, sondern den werde ich hier hinten schon in den Futter mit schöpfen. Und da ist er schon drin. So, ja, während ich den da reingeschmissen habe, ist allerdings unsere Folge schon wieder zu Ende. Ja, so schnell geht's. Ich werde jetzt hier eine Runde die Ballen noch holen und währenddessen bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank, ja, und bis zum nächsten Mal.